Leute, Alter, wie nice. Ich bin einfach Cameraman. Was ist passiert? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin endlich wieder zurück, meine Freunde. Leider war ich zweimal im Krankenhaus letzte Woche. Frag gar nicht erst. Es war schlimm. Was aber auch schlimm war, ist, Leute, dass mein Merch rausgekommen ist und ich nicht genug Werbung machen konnte, weil ich halt nicht da war und krank war. Ich muss immer noch Antibiotika nehmen. War mega nervig. Und ja, falls ihr mein Merch vielleicht einkaufen wollt, ihr Interesse habt. Leute, es gibt eine Autogrammkarte, ein Sportpullover und ein T-Shirt dazu, ne? Schaut gerne mal auf denomi.de, könnt ihr den bestellen. Wir gehen jetzt rein ins Skibidi Toilet Tower Defense, beziehungsweise es gibt ein neues Game, das heißt Skibidiverse. Wir gucken mal rein. Wir können Skibidi Toilets zocken, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr habt Bock. Wenn ja, lasst ein Like da. Let's go. Skibidi Green, der Führer. Willkommen zum Skibiverse, Erkunder. Deine Mission? Quests erledigen, irgendwelche Mobs freischalten und ein bisschen durch die Welt hier schippern und so. Mach dich bereit, auf Konfrontationen oder irgendwelche komischen Gegner zu stoßen. Aber bevor du deine Reise beginnst, auf welcher Seite bist du eigentlich? Ich bin ein Held oder ich will Chaos? Leute, wie cool ist das denn? Ich bin natürlich ein Held. Er hat schon angefangen zu grinsen da unten. Und yo! Ich bin ein Cameraman oder was? Digga, wie cool ist das denn? Okay, Speakerman ist hier am Start. Leute, Alter, wie nice. Ich bin einfach Cameraman. Was ist passiert? Okay, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das da drüben ist jetzt der große Cameraman oder was? Wir können den Teamwechsel machen. Kann ich auch laufen, rennen oder sowas? Okay, ich kann mich boxen. Das geht auf jeden Fall. Ich gehe mal zu diesem Zugangsterminal und schau mal, was passiert, wenn wir da jetzt... Ah! Ich bin es, gib mir die Toilette! Hilfe! Ich will ganz schnell wieder Cameraman sein, bitte! Okay, ich habe mich verwandelt. Leute, das gefällt mir schon viel besser. Was haben wir denn hier? Wir können den Kleiderschrank öffnen und entsprechende Kostüme anziehen. Ja, cool. Das passt mir soweit. Wir haben hier die Möglichkeit, wahrscheinlich immer irgendwie nach Hause zu gehen. Da können wir sogar verschiedene Morphs testen. Nice one. Das hier ist anscheinend, sind das Quests oder was, die wir jetzt noch erledigen müssen. Das hier sind die Häuser. Wir können uns irgendwo hinporten und so weiter. Okay, wir gehen mal einfach raus, Leute. Was geht hier ab. Vorne ist ein Typ. Schauen wir uns das mal an. Hey, also das Game, sieht man, dass das Roblox ist? Ich würde sagen, nee, ne? Das hier ist der Wettermann, oder was? Jo, Wettermann, was läuft? Ich schaute aus dem Fenster und merkte, dass sich das Wetter entsprechend änderte. Wolken rollten ein und leichter Regen fiel, als ob das Wetter mit meiner Stimmung in Kontakt käme. Ich wünsche mir andere Tage. Okay, ja, Mann, ich helfe dir gerne. Hey, warte mal ganz kurz. Ich kann das Wetter hier für verschiedene Robux jetzt anpassen. Seltener Zwielicht? Nö. Ich finde das hier so eigentlich ganz gut. Ah, wir können rennen. Okay, das geht. Leute, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Ausgangstür und schauen mal, wo es uns hier hinbringt. Was ist hier los? Wir haben... Oh, wir haben eine Quest oder was zu legen. Warte mal ganz kurz. Ja, ich schau mal hier. Skibidi Coins sammeln. Nee, unvollständige Quests. Wir können die starten oder was? Wir müssen Broodman finden. Brood Cameraman. Okay, ich schau mich mal hier um. Hallo, wer bist denn du? Yo, was geht? Nicht tanzen oder was? Digga, das wäre ja richtig chillig, Mann. Okay, das ist ja sehr, sehr interessant. Man kann hier einfach mit den Leuten tanzen. Wer fliegt hier oben? Das ist Speakerman Titan. Okay, wahrscheinlich spielt ihn jemand. Was ist das hier? Kann ich den boxen? Komm her, Mann! Okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was man hier machen kann. Ich werde es aber herausfinden. Wir nehmen einfach mal alle Quests an, Leute. Irgendwann später. Yo, jetzt habe ich hier aber eine ganze Menge Quests angenommen und warte mal, die wollen jetzt hier eine Skibidi Toilet verprügeln oder was? Hey, was ist das denn da hinten? Skibidi Toilet Alarm! Boah, komm her hier, Mann! Okay, ich kann das Ding gar nicht verprügeln, weil ich weiß noch nicht warum. Aber wir gucken mal. Was können wir denn hier so drüben machen? Da hinten läuft einer. Hey, Mann, der gehört zu uns. Leute, den laufen wir mal hinterher. Ich denke mal, ich kann ihn abfangen, wenn ich hier rumlaufe. Vielleicht weiß der, wo es hingeht. Gucken wir mal. Hier vorne in die Häuser können wir auf jeden Fall schon mal nicht rein. Vorne geht's dann rüber in eine andere Stadt. Hey, Bro, was geht? Yo, Bro. Hey, vielleicht sollten wir uns einfach mal woanders hin teleportieren. Okay, hier ist anscheinend ein Shop oder was? Hier sitzt jemand. Wer ist er denn? Mann, diese verdammte Baufirma braucht ewig. Ich versuche doch hier nur ein paar Skibby-Coins zu verchecken. Ah, okay. Wow. Ganz kurz, ich kaufe jetzt hier erstmal gar keine Coins, Bro. Ich will sehen, was du hier oben machst. Was können wir denn mit Skibidi-Münzen machen, Leute? Wundert mich auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier oben auf dem Hochhaus. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Gott, wir können es echt tun. Leute, Hashtag spring in die Kommentare, wenn ihr das jetzt auch machen würdet, ne? Ich würde sagen, ciao!
meine Beine. Ja, Leute, ich bin wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Meine Beine sind gebrochen, was soll ich sagen? Kann man hier noch irgendwas tun? Ich bin jetzt hier gerade an so einem Ort, irgendwie an einem Hafen. Okay, hier ist mein Kleiderschrank. Aber was zur Hölle? Das ist, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor hier. Warte mal ganz kurz. Ja gut, Bro, also ganz ehrlich, das Game ist ja wohl nicht mal ansatzweise fertig. Da muss man noch eine ganze Menge machen, obwohl ich das eigentlich ziemlich cool finde. Die Idee ist nicht schlecht. Aber leider kann man hier irgendwie gar nichts machen. Was wir aber machen können, ist jetzt mal in ein Tower-Defense-Game rüber zu wechseln, von Skibidi Toilet natürlich, und schauen uns mal das an. Kleinen Moment, Leute. Da sind wir auch schon im neuen Tower-Defense-Skibidi Toilet-Game. Ich habe gehört, dass das Original Tower Defense Game gelöscht worden ist, weil, naja, The Fuck Boom macht gerade echt ein bisschen Stress so mit den Leuten, die halt super viel Geld mit Skibidi Toilet verdienen, obwohl das ja eigentlich von ihm kommt, ne? Weiß ich nicht, Bruder, bin ich ehrlich, weil ganz im Ernst, Leute, ich finde, lass die einfach machen, denn das trägt ja auch zu deinem Hype irgendwie bei, aber ja, es wurden einige Leute auf jeden Fall angeschmiert. Das ist jetzt irgendwie das Neue, beziehungsweise das ist das, was viele andere Leute auch zocken, und da gucke ich jetzt mal rein, deswegen würde ich sagen, Leute, gehen wir mal in die Greenlands und schauen uns mal an, was wir da machen können, denn ich werde jetzt wahrscheinlich erst einmal nur meinen Cameraman zocken können, das ist zumindest der erste. Falls ihr natürlich Bock habt, können wir in der nächsten Folge, also wenn wir daraus ein Projekt machen sollen, natürlich nochmal richtig auf Schwitzermodus gehen. Also ich lasse mir mal den Normal Mode hier rein. Jetzt müssen wir warten. 30, wow! Was geht denn hier ab? Oh, okay, 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 okay. Wir haben sozusagen eine 30-sekündige Bauphase. Das finde ich gar nicht mal schlecht. 1700 haben wir. Ja, easy, Leute. Dann stellen wir doch mal die Cameraman an jeder Ecke erstmal hin. Das sieht mir danach aus, als wäre das hier schon gar nicht mal so einfach. Und wie wäre es, wenn wir hier noch einen hinbauen und da noch einen? Ja, jetzt geht's los, Leute. Wir müssen hier natürlich den Weg mit einberechnen. Ja, hier geht's schon los. Okay. Sollte eigentlich ganz easy laufen. Das ist jetzt erstmal Wave 1. Okay. Wir fangen an. Ich bin hier und meine Truppe ist am Start. Muss erstmal so ein bisschen reinkommen. Wir werden das Game hier auf ganz entspannt zocken. Wenn ihr daraus ein Projekt machen wollt, dann einfach Hashtag Skibidi Tower Defense in die Kommentare rein. Und dann machen wir das natürlich. Können wir diese upgraden? Das ist die Frage. Also nichts bauen. Okay, Upgrade können wir machen. Es gibt 4 Upgrades. Oh, das geht dann auf jeden Fall mit der Range schon deutlich besser. Das hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal upgraden. Und bei dem hier lohnt sich das noch nicht so ganz. Der hier, da könnte sich das auf jeden Fall schon mehr lohnen. Und ich würde sagen, wir upgraden den hier hinten auf jeden Fall auch, soweit es geht. Oh, wir haben noch hier Toilets. Ah, dann warten wir mal lieber. Jawohl! Oh, das war sehr knapp, Leute. Fast ist einer durchgekommen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wobei man sagen muss, hier vorne haben wir noch relativ entspannte Area, weil die ja jetzt auch schon abgegradet sind. Ich lasse jetzt einfach mal so ein bisschen durchkommen und guck mir das mal von hier oben an. Wir skippen mal die Wave direkt durch, damit wir auch ordentlich Cash kriegen. Weil ich glaube, wir kriegen gleich Cash für die Wave. Die Polizei, Toilette. Ah, hier sieht man sogar die HP. Okay, nice. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Wie wäre es denn, wenn wir den jetzt hier gleich mal richtig mies upgraden? Weil der hätte wirklich einen guten Impact. Also gerade nach hier hinten. Also bei dem lohnt es sogar, glaube ich, am meisten. Wir haben ihn jetzt geupgradet. Mal sehen, wie viel Damage er macht. Ja, der zieht viel, der zieht viel. Wir haben hier vorne an der Ecke noch die Möglichkeit, ein Upgrade zu machen. Glaube ich, sollte besser laufen. Die haben sehr wenig HP. Okay, die fallen. Hier hinten geht auf entspannt dann weiter. 320 Hammer. Dann würde ich sagen, upgraden wir den auf jeden Fall auch. Und wir sehen hier sogar auch den Damage und den Cooldown, wenn wir nächstes Level gehen. Ui. Beziehungsweise, ja, Level 3 halt. Und 4 Damage ist dann schon mal ganz was anderes, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, welche Units man hier noch zocken kann. Was können wir denn hier überhaupt so einstellen? Autoskip können wir einstellen. Dialog, Tower Rings. Ah, die könnten wir theoretisch verstecken. Finde ich aber unnötig. Machen wir nicht. Lassen wir das jetzt einfach erstmal so hier laufen. Wir gucken uns gleich mal die ganzen Charaktere an, die wir freischalten können. Dann schauen wir natürlich. Ah, okay, perfekt. Er hat die Wave schon automatisch geskippt. Man merkt aber auch, es wird jetzt tatsächlich langsam etwas schwieriger. Oh, oh.
Was ist das hier? Oh, Junge. Es könnte tatsächlich noch mal ein bisschen eklig werden. Ja, aber geht gut. Geht gut. Jawohl. Schöner Shot. Wichtiger Shot auch. Die kommen hier hinten, denke ich, ganz entspannt noch durch. Wir müssen den auf jeden Fall upgraden. Infected Cameraman und Infected Speakerman? Kommen die da gleich? Nein, das sind die. 100 Leben. Ach du Heiliger. Junge, wie schwer. Guck dir den an. Die haben ja so gottlos viel Leben. Das meinen die nicht ernst, oder? Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen upgraden. Wir bauen hier nochmal ein bisschen besser auf. Ich hätte vielleicht mehr Tower nehmen sollen und weniger auf... Ah, das ist jetzt ärgerlich hier alles, ne? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich stell die mal hier ran und ich stell die mal da ran. Jetzt müssen wir gucken. Ne, das war's, Leute. Junge, 100 HP. Das ist das Ende meines Towers. Ich bin direkt gestorben, Leute. Holy moly, was ging denn hier ab? Ey, das ist nicht euer Ernst. Hallo. Och, Mann. Alright, also, wir gucken mal. Was haben wir denn hier alles? Wir haben schon ziemlich viele Charaktere, die wir spielen können. Wenn ich das jetzt richtig sehe, sind das 24 Stück. Nice. Unlocked haben wir noch gar keinen. Wir können mit ein paar Dollar auf jeden Fall Charaktere freikaufen. Die kosten dann in-game auf jeden Fall ordentlich. Aber, warte mal, ganz kurz, wie viel Dollar haben wir jetzt? 2840. Okay, das ist ja eigentlich schon ganz schön viel, ne? Haben wir den Titan TV Man? Oh, wie cool ist das denn? Aber der Junge, der ist ja richtig teuer. Alter! 14.500 kostet der Ingame, ne? So viel muss man auch erstmal haben. Das ist auf jeden Fall eine Einheit, denke ich, fürs Late Game eher. Uiuiui. Okay, das erfordert wirklich einen sehr, sehr guten Spielaufbau. Ja, ihr seht schon, also da kann man einiges machen. Und hier ist auch sicherlich schon einiges möglich. Leute, ich würde sagen, falls ihr Bock habt auf das Projekt, dann Hashtag SkibbityToile Tower Defense in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz ein anderes SkibbityToile Tower Defense, wie meine Runde da war. Und ihr könnt sie natürlich gerne nochmal im Anschluss bewerten. Und ja, würde sagen, gehen wir mal rüber. Let's go. Wir spielen heute Tower Defense Game. Es geht nur um Skibidi Toilet. Und es gibt sogar neue Updates. Hier sieht man es gerade. Episode 54 Update ist auch drin. Heißt neue Monster, neue Charaktere, alles mögliche. Falls ihr Robux gewinnen wollt, das machen wir immer bei jedem Roblox-Video, checkt einfach das Suchungswort aus. Das ist hier in drei Teile gesplittet. Das ganze Video, ihr könnt das nicht finden, wenn ihr einfach durchskippt, ist unmöglich. Deswegen schaut das Video einfach bis zum Ende und schreibt das Lösungswort in die Kommentare. Würde ich mich natürlich freuen. Natürlich wäre es auch gut, wenn ihr Abonnent seid und ja, wenn ihr Mitglied der Gruppe Team Denomi seid. Ansonsten geht das nämlich nicht, wenn ihr nicht Mitglied der Gruppe seid. Ich geh jetzt erstmal hier rein. Ich habe nämlich nur Cameraman, der mich unterstützen kann. Allerdings 256 Gold gefarmt. Es gibt hier so eine AFK-Farm-Area, da war ich drin, ziemlich lange Zeit. Und wir haben gerade soeben noch einen Cameraman bekommen, den wir gleich equippen können und machen nochmal einen auf. Hoffentlich den TV-Man, würde ich sehr feiern. Noch ein Cameraman oder was? Ja gut, ich guck mal, was die Units so sagen. Wir haben jetzt aktuell nur zwei Einheiten. Finde ich ist ein bisschen wenig. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir hier für Möglichkeiten im Shop? Wir können eine exklusive Scientist-Crate uns besorgen. Boah, wir könnten sogar TV-Woman kaufen. Alter Leute. Ey, lass TV-Woman mit reinnehmen. Digga, ich sag 100er ganz ehrlich. TV-Woman, Digga, das sehe ich mich. Den Charakter nehmen wir definitiv noch mit rein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zu Toilet City und gucken uns mal an, was hier so passiert. Hier sind wir in der Skibidi Toilet City. Oh yeah. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ich muss einmal gucken. Theoretisch könnten wir die TV-Woman hier aufbauen. Die dürfte extrem viel Schaden machen. Ich skippe die Waves und dann bekommt man, glaube ich, relativ schnell Kohle dazu. Mal sehen, wie viel Damage die macht. TV-Woman! Alter! Junge, die ist auf jeden Fall extrem stark. Wir können die recht schnell upgraden und wir können die Wave auch sozusagen immer wieder durchkommen lassen. Wir müssen also nicht warten, bis das hier zu Ende ist. Das wird jetzt hier das Schlachtfeld und ich sag euch, Leute, komplett easy. Da haben wir schon die nächste Wave geskippt. Also nachher wird es wahrscheinlich extrem schwer. Wir warten aber erstmal ab. Hier wird es auf jeden Fall schon ein bisschen trickier. Wir gucken mal, was wir hier haben. Wir können den Cameraman sozusagen gerade an den Anfang recht gut bauen, um schon mal so ein bisschen Damage zu gönnen. Gib Wave, ey. Wir wollen noch schneller. Ich habe ihn jetzt mal abgegradet. Der Cameraman zieht voll durch. Es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, noch eine TV-Woman hier hinzusetten, dass sie sozusagen beide komplett reinburnen, ne? Okay, wie sieht es hier gerade aus? Das Coole ist halt, dass wir halt von der Seite sozusagen wieder den Zugang haben. Ich lasse noch mehr kommen, ne? Also wirklich, gib Vollstulle. Da, jetzt können wir schon die nächste
platzieren. Jetzt haben wir zwei TV-Womans. Mit denen haben wir das auf jeden Fall komplett im Griff. Also ich sag mal so, man hätte hier vielleicht sogar noch eine Schwierigkeitsgrad höher einsteigen können. Wir gucken natürlich mal, was wir machen. Digga, er schießt hier auch einfach komplett drauf, ne? Der hat so Bock, der Typ. Wir skippen direkt die nächste Wave. Wir lassen wirklich alles kommen, was geht. Ich will halt eigentlich den Damage von der TV-Woman noch etwas besser ausbauen, dass wir hier weiter rüberkommen. Oh, das sieht auf jeden Fall schon gefährlich aus. Das sieht schon gefährlich aus, Leute. Ich muss jetzt hier tatsächlich nochmal eine dritte irgendwie reinpacken. Komm schon. Komm schon. Ja, die brennen halt noch. Das ist ganz gut. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall... Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich muss hier oben vielleicht nochmal jemanden platzieren. Wir brauchen sozusagen so ein Backup eigentlich. Kleine Pause war auf jeden Fall jetzt mal wichtig. Wir skippen mal die Wave durch. Jetzt können wir. Upgrade! Und das Ding ist Level 2. Jetzt wird richtig reingesetzt, ey. Buh. Wilde Hilde. Wir könnten hier noch einen hinpacken. Also die TV-Woman, die hat hier echt auf diesen Ecken einen sehr geilen Spot. Deswegen ist es auch easy. Hier seht ihr schon 20% der Wave auch wieder komplett. Ich weiß gar nicht, bis welche Wave es geht. Allerdings werde ich jetzt noch mehr von... Also diese TV-Woman hier in der Mitte zu setzen, ist echt ein absoluter Smart-Move. Also ich glaube, wir können mit fast jeder Unit gewinnen. Vor allem, weil wir halt auch alle damit treffen. Ey, ich mache einfach nur noch Angriff der TV-Woman, Leute. Guckt es euch an, da bin ich. Herr der TV-Womans. Ich würde sagen, wir gehen full rein. Die werden auch irgendwie so ein bisschen verlangsamt, sehe ich gerade, ne? Tatsächlich, wenn die brennen. Alter, wie viele kann ich machen? Digi, übertreib doch nicht. Leute, ich übertreibe ja völlig. Da kommen die niemals mehr durch. Ich skipp direkt die Wave, also guck dir das an. Boah, der ist auf jeden Fall, also diese Speedy-Toilets sind auf jeden Fall echt super eklig, muss man sagen. Ich muss definitiv gucken, dass wir hier noch einen hinbauen. Genau. Das Ding ist halt, die müssen hier rumkommen, ne? Und dann wird es halt erst kritisch, sag ich mal. Wir könnten ja eigentlich theoretisch noch mehr Cameramans bauen. Die V-Woman können wir auch noch upgraden. Alter, das ist so gottlos, Leute. Das ist so gottlos. Wie wäre es denn, wenn wir sie eher so hier hinbauen? Gerade an den Anfang, weißt du? Weil dann brennen die meisten schon. Die sind zu schnell. Die sind einfach zu schnell. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal bad. Das ist extrem schlecht. Ich werde mal vielleicht gucken. Warte mal, wie stark ist der? Weil wenn der hier jetzt so steht, weißt du? Dann könnte man den so ein bisschen im Upgrade einfach komplett stark machen, dass er wirklich so eher auf Sniper-Basis kommt. Ich habe zu viele Einheiten, ne? Ich habe zu viele Einheiten. Nicht gut. Nicht gut. Okay, ich nehme eine TV-Woman raus. Ich sell die mal. Und wir machen den Kameramann hier einfach noch krasser, damit der noch mehr Damage rauszündet. Der Speakerman, ich glaube, er ist auch an der falschen Adresse. Der Typ ist Max-Level. Der ist auch Max-Level. Und man könnte theoretisch noch so einen Kameramann hier hinbauen und den auch nochmal komplett upgraden gleich. Da soll mal ein Boss kommen, ne? Ich zieh den so aus, Leute. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch unsere Units upgraden. Das hier ist mächtig. Ich sag euch, wie es ist. Wir skippen direkt die Waves. Direkt. Abgegradet. So. Ich könnte theoretisch noch... Ja, okay. Warte mal. Wir machen mal hier... TV-Woman-Unit, die graden wir mal ab. Die ist jetzt Level 2. Und natürlich würde auf Level 3 nochmal exorbitant viel Schaden kommen. Den wird man wahrscheinlich auch merken, dass auf jeden Fall schon mal die nächsten Waves starten. Ah, niemals können die das hier schaffen, ne? Ich habe jetzt direkt mal den Radius viel größer gemacht. Und ihr seht schon, die kommen ja nicht mal mehr bis zum Anfang durch. Leute, das läuft gut! Was für Skibidi Toilets, Alter, wir spielen fast perfektes Game! Ja komm, hol mal die Leute. Wenn wir die TV-Woman, wobei ich sagen muss, die TV-Woman hier auf der Ebene, die auf Level 3 zu bringen, macht am meisten Sinn. Erledigt. Alter, wir können die sogar noch Level 4 machen. Digga, ist das heftig. Alter Schwede. Können wir hier noch einen, ja warte mal, wir könnten ja eigentlich eher nochmal gucken, dass wir hier so ein... eine TV-Woman reinpacken. Hier können wir nicht mehr. Können wir überhaupt noch eine Unit reinpacken? Auch nicht. Die hier? Auch nicht. Das ist Max-Unit. Die sind im Eimer. Ey, die können nichts mehr machen. Ich schwör's euch. Die können nichts mehr tun. Wartet mal ab, bis ich das Ding Level 3 gemacht habe, weil dann, ich glaube, ist hier Feierabend. So viel Damage, wie das Teil raushaut. Also easy ist auf jeden Fall
locker zu knacken. Wir upgraden direkt mal und rein. Digga, das Ding ist so strong. So strong, guckt es euch an. Die Assassin-Toiletten kommen hier halt null durch. Wir könnten den Cameraman halt ein bisschen weiter sozusagen nach vorne stellen. Den Kameramann stelle ich direkt mal hier hin und upgrade ihn direkt auf Level 3 wieder, damit die jetzt helfen. Wir können die Wave direkt wieder skippen. 50% der Wave ist immer Skip. Ich glaube, dass hier ab Wave 25 Ende ist. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier oben und chill eine Runde im Klo. Ich will mehr Damage sehen. Eigentlich hätten wir hier noch. Wir könnten theoretisch ein paar TV-Moons vielleicht sogar noch an den Anfang stellen. Dann dauert das alles auch nicht ganz so lange. Also, du musst mal überlegen. Ich habe die einfach nur auf Level 3 geupgradet und die nimmt alles auseinander. Die macht das im Prinzip alleine mit den beiden. Wie crazy das ist. Die ist jetzt Max Level. 500 Damage. Gottloser Charakter. Ich sag dir, wie es ist. Aber der zündet halt rein. Wenn wir gleich die Kohle haben, ich glaube, das müssten 3300 brauche ich ungefähr. Dann kann ich direkt verchecken und einen neuen TV-Woman sozusagen hier hoch machen, ne? Wird er eigentlich jetzt schon mal durchziehen. TV-Woman, Upgrade, Upgrade und da ist er auch schon ziemlich strong. Ihn hier verkaufe ich direkt. Hat auf jeden Fall nochmal gut Kohle gegeben. Wir machen die direkt mal Level 4 und wir bauen mal alle an den Anfang. Jetzt kommt die erste Boss-Toilette. Das heißt, ich werde das Upgrade woanders reinzünden. Am besten... Jo, die ist einfach schon weg. Okay. Digga! Ist das krass? Ey, nee. Das kannst du keinem erzählen. Rein. Ich verkaufe noch die und mach die auch noch rein. Guck dir die Boss-Toilette an, ne? Wir haben das Match gewonnen. Digga, das war das perfekte Game. Ich habe so reinrasiert. 20 Waves musste man machen. Was für ein easy Game. Wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Würde ich sagen, könnten wir eigentlich zu Summon Units gehen und nochmal so eine... Ey, wenn wir vielleicht TV-Man bekommen, wäre sehr geil. Ich habe Camera Woman gekriegt. Ich sag mal so, besser als nichts, Leute. Wir haben eine neue Unit. Muss man auch so sehen. Mit dem Setup würde ich sagen, könnte man natürlich in die nächste Runde gehen. Ich schau mal, wenn wir hier vielleicht mal so eine Crate aufmachen für 200 Robux, dann schau mal, was drin ist, können wir vielleicht sogar ein weitergehen. Oh, wir haben den Scientist Cameraman. Ich kann nicht sagen, was der macht. Auf jeden Fall ist der crazy. Ich lege ihn auf die 3 und mache das Setup eher so, genau. Toilet City war easy. Desert ist ein bisschen härter, will ich aber nicht hin. Wer will denn schon in der Wüste sein? Ich sehe mich im Cameraman HQ. Ich bin gelockt, ich kann rein. Ich mache das Ding easy. Also schauen wir uns mal an. Wie sieht's hier aus? Könnte sein, dass es natürlich jetzt schnell vonstatten geht. Können die Units sogar noch rotaten? Okay. Lassen wir die mal durchkommen. Wie viel Leben haben die? 50. Das ist auf jeden Fall nicht wenig. Die machen 20 Damage. Es könnte eine harte Wave werden. Ich skippe allerdings die Wave, damit wir mehr Kohle kriegen. Und würde sagen, an diese Ecke stellen wir nochmal jemanden. Ich weiß halt echt nicht. Also, es sieht aus, als würden die hinten einfach geklatscht werden. Wenn wir erstmal an den Ecken solche Leute hier aufbauen, könnte das auf jeden Fall ganz cool werden, denke ich. Wir müssen halt nur gleich gucken, dass wir schnell Kohle bekommen. Oh, das wird auf jeden Fall eklig, Digga. Der hat jetzt schon noch ziemlich viel Leben, muss man sagen. Die Camera Woman ist ein bisschen günstiger. Wir könnten die mal hier hinstellen. Und hier. Oh, Bro, die laufen ja direkt durch. Wie schwer ist es? Hey, no chance, no chance. Da kannst du nichts machen. Nichts kannst du machen. Alter Schwede, ich werde so gerackt von diesen Leuten. Ey, krass. Ich bin hier gerade im Cameraman HQ Event so überrannt von Skibidi Toilets. Guck dir das an. Die Charaktere sind einfach nicht dafür ausgelegt, glaube ich. Ich hätte die Wave skippen sollen und... hätte... Warte mal, wir machen es anders. Ich könnte ja immer noch... Ich könnte ja immer noch carryen. Ich könnte immer noch carryen, wenn alles gut geht. Ich verkaufe jeden Charakter. Das war nicht worth, aber jetzt. Nicht schlecht. Oh, wir hätten das gleich so machen sollen, ne? Verdammter Alter, verdammter Aal. Verdammter Aal. Ja, wir kriegen ordentlich rein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch rechtzeitig stabilisiert kriegen. Wir müssen erstmal natürlich so eine Money Farm aufbauen. Gerade hier vorne. Ich sag mal, das geht eigentlich gut. Wenn wir 500 jetzt hätten, wäre natürlich entspannter. Hier sieht man auch, Alter, das wird sehr eklig, ne? Ich muss hier irgendwie... Die werden jetzt natürlich bis zum Ende durchlaufen. Ich skippe jetzt mal direkt die Wave. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall jetzt für Kohle sorgt.
Weil dann kann ich hier nämlich nochmal jemanden reinstellen. Perfekt. So, jetzt haben wir zwei Punkte, an denen wir schon mal Arbeit machen. Sehr gut. Oh, hier werden ordentlich schon mal Leute verbrannt. Das läuft gerade ganz gut, glaube ich. Das läuft gerade sehr gut. Wenn hier gleich natürlich noch was kommt, wir können die Wave nochmal skippen. Ja, Junge, die sind ja schon direkt durchgebrannt. So, gucken wir mal. Ob das was wird? Ja, die brennen halt, ne? Die brennen halt. So eine kleine Toilette ist halt durchgekommen, aber die anderen brennen halt. Ja, wir können die Wave skippen. Dann kriegen wir wieder... Also, warte mal, wir könnten natürlich hier setzen. Das wäre wahrscheinlich sogar noch entspannter. Also man sieht halt, ne? Wir haben jetzt natürlich schon ordentlich Leben verloren, aber diese TV-Womans, Leute, die sind richtig stark. Mit denen könnt ihr das tatsächlich wieder bergauf gehen. Ich lasse die nächste Wave kommen. Wir wollen natürlich jetzt auch Big Balls gehen. Und ich würde hier tatsächlich auch nochmal jemanden hinstellen, dass wir es eher so machen. Genau, dann haben wir nämlich die doppelte Schrotze. So soll das funktionieren. Okay, aktuell haben wir eine relativ gute Verteidigungsanlage aufgebaut. Ich gucke mir das jetzt mal von außen an. Viele Monster kommen jetzt natürlich rein. Viel wird hier passieren. Ich muss mal gucken, was das hier für ein Wissenschaftler ist. Der Scientist Cameraman. Ich habe keine Ahnung, was der so macht, ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das hier eine enge Kiste. Oh Gott, die Kiste wird zu eng. Okay, wir müssen verstärken hier an der Stelle. Ja, das hat einfach nichts gebracht, ne? Ich bin dead, oder? Ja, ich bin dead. Ich habe verloren. Leute, ihr müsst hier mal richtig Alarm machen jetzt. Kann ja nicht sein. Sonst vielleicht, wenn wir die TV-Woman auf Stufe 3 kriegen, hätten wir wahrscheinlich einen extrem starken Damage-Output. Das halt mal sehen. Ja, hier wird ordentlich was los sein, denke ich. Die brennen noch richtig stark. Boah, alter Mann, ich muss echt gucken, wie wir es machen. Es gibt die nächste Wave. Ich verkaufe alles. Wir bleiben Risiko. Ich verkaufe direkt. Ich will, dass wenn wir, also wenn alles läuft, will ich eigentlich eher hier so hin. Ja, die spuckt rein. Die spuckt rein, das ist gut. Okay. Jetzt haben wir Boss-Toiletten. Ach du Scheiße, Mann. Ich kann halt nicht sagen, was der Scientist Cameraman da macht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Boss-Toiletten kriegen wir so auf jeden Fall nicht durch. Die haben viel zu viel Leben. Und ich denke mal, dass wir dadurch halt auch gerippt werden. Das ist einfach zu wenig Damage, ne? Boah. Ja, was willst du machen? Vielleicht ist es doch noch ein bisschen zu schwer. Schade. Ich würde aber gerne gucken, was der Scientist Cameraman kann. Was kann der denn überhaupt? Was ist, wenn man den richtig brutal upgradet? Kann das sein, dass das so ein Charakter ist, wenn man den halt richtig mies upgradet, dass der irgendwann voll krass wird? Der Scientist Cameraman... Oh, der macht Geld. Oh, okay. Gut zu wissen. Ey, hätte ich bloß... Oha, der hat mir schon 200 donated. Ist das so eine richtig große Bank oder was? Weiß, Leute. Also ich meine, wenn der gönnt, warum nicht? Kriegen den halt nicht down, ne? Schade, Schokolade. Ich hätte nur ein besser skillen sollen. Nur wirklich einen. Ihr seht's, ne? Das hätte so viel geändert. Ja, die werden uns töten. Also ich denke mal, eine Boss-Toilette ist schon Overkill. Also es dürfte jetzt Feierabend sein. Ja, eine Boss-Toilette und... Leute, das war's mit einem weiteren Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, danke fürs Zuschauen. Big Kiss. Dano out.